Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Steffen vom Team Wachstumsmarkt Gesundheit. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute ein Video zu dem Thema fürs Leben lernen, was natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Beschäftigt uns alle. Fürs Leben lernen bedeutet einfach, dass man wirklich immer wieder was sich Neues aneignen sollte, dass man immer wieder was für sich tut täglich und dass man nicht auf der Stelle stehen bleibt. Für das Leben lernen heißt, den eigenen Horizont beharrlich zu erweitern und die eigene Persönlichkeit konsequent weiterzuentwickeln. Ganz oft machen wir das auch sogar unterbewusst, dass wir irgendwas tun täglich, was wir aber gar nicht so mitkriegen. Auf jeden Fall ganz wichtig, damit man nicht, sage ich mal jetzt etwas krasser, dass man nicht verblödet, sollte man auf jeden Fall immer was für sich tun. Wer seinen Horizont nicht regelmäßig erweitert, bleibt stehen. Der endgültige Stillstand ist der Tod. Das ist natürlich jetzt ein bisschen krasser formuliert, aber stimmt schon in einer Art und Weise. Wenn man nichts mehr für sich tut, wenn man einfach nur so dahin vegetiert, dann ja, ist man geistig irgendwann hinüber. Viele Veränderungen in unserem Leben finden allmählich statt. Es ist ein langsamer, aber immer fortwährender Prozess. Das ist auch ganz wichtig. Häufig kriegen wir das gar nicht mit. Oder halten bestimmte Sachen, die passieren, für so gering, für so Kleinigkeiten, dass wir denken, das hat sowieso keine Auswirkung auf unser Leben. Das ist aber meiner Meinung nach falsch. Ganz oft passieren am Tag irgendwelche kleinen Sachen oder wir entscheiden uns für ganz viele kleine Sachen, die schon Auswirkungen haben. Wir merken es nur nicht sofort. Ein berühmtes Beispiel gebe ich euch jetzt mal. Das ist nämlich zum Beispiel die Gewichtszunahme. 1 Kilo mehr auf den Rippen ist nicht so schlimm, sagen wir noch, ja, kein Problem. Weil es meistens auch nicht von heute auf morgen sofort 1 Kilo nach dem anderen draufkommt, gewöhnen wir uns schnell daran. Dann gesellt sich das 2. Kilo dazu, aber es passiert wieder so langsam, dass wir denken, ja, ist ja nicht schlimm, man gewöhnt sich dran. Irgendwann kommt dann natürlich der Punkt, wo wir sagen, oh, jetzt fühlen wir uns nicht mehr wohl. Je langsamer diese Prozesse stattfinden, desto schneller und besser gewöhnen wir uns daran. Das heißt, wenn wir jetzt von heute auf morgen sofort 20 Kilo mehr hätten, dann würden wir uns super unwohl fühlen. Wenn das aber nach und nach passiert, kriegen wir das gar nicht so wirklich mit, weil wir uns einfach wirklich gut daran gewöhnen. Wir sollten darauf achten, dass wir Kleinigkeiten nicht unbeachtet lassen. Alles, was wir tun, wirkt sich in irgendeiner Weise aus, entweder negativ oder positiv. Deswegen ganz wichtig, versuch auch die Kleinigkeiten wahrzunehmen und immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Natürlich können nicht alle Entscheidungen richtig sein, aber gerade dann, wenn du denkst, oh, das ist ja jetzt nicht so wichtig oder das wirkt sich eh nicht für mich aus oder jetzt habe ich nur so ein bisschen was gemacht, da habe ich eh nichts von, stimmt nicht, du hast da auf jeden Fall was von, weil irgendwann wird es sich nochmal dann, wenn du was Gutes gemacht hast, natürlich positiv auf dich auswirken. Wenn du schon gespannt bist auf das nächste Video, dann abonniere am besten unseren Kanal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und einen Kommentar. Wenn du jetzt sofort mehr Informationen zum Thema Persönlichkeit, Geld verdienen, Wachstumsmarkt, Gesundheit haben möchtest, dann klick einfach in den Link unter diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.